eingeteilten Ordner, beziehungsweise diejenigen Personen, die sich da freiwillig bereit erklärt haben. Bitte mal ganz kurz hier vorne zur Bühne kommen. Dankeschön. Nämlich die Damen und Herren in Uniform. Herzlich willkommen. Ganz großes Lob nochmal an der Stelle an die Eventleitung. Ich kann schon im Vorfeld sagen, wir haben sehr, sehr kooperativ dieses Event heute hier vorbereitet. Niemand von uns wusste, wie die Idee war. Aber eins war uns. Die Polizei hat Wort gehalten. Wunderbar. Applaus. Ja, so ist es ja so, dass wir heute nicht nur hier uns in Görlitz zusammengefunden haben und mit Görlitz dann hier gemeinsam zu demonstrieren, sondern heute ist ja eine Aktion sozusagen am Laufen, die überregional organisiert wurde. Aus verschiedenen Teilen, ob man los ist hier, sag ich mal, Gesandte hier, sind nicht alle die gekommen, die montags regelmäßig spazieren gehen, aber es sind viele aus vielen produzieren. Und ich darf jetzt mal die jeweiligen Vertreter hier auf die Bühne bitten, um ihre Anhänger ganz offiziell zu begrüßen. Schönau, Herrnhut,
aus Koblenz, aus Hamburg, aus Kroatia und in der Rundfeld herzlich begrüßen. Wir danken, wir uns gegenseitig und haben sich zahlreiche Chancen hier verdient. Wir danken. Hey. Wirklich alles soweit friedlich bleibt. Sollte es jemand
Kriterien reingeben, der da auch für Aufruhr sorgen möchte. Manchmal gibt es ja Menschen, die wischen sich dann runter. Die sind aber hier ganz klar nicht willkommen. Also bitte keine Feuerwerkskörper, kein Alkohol, kein Aufruhr. Sollte trotzdem sein, Ordner suchen, jemand mit Warnweste, im Allerschluss und die Polizei wird entsprechend diese Störungen aus der Menge rausholen. Das ist ganz normal, das ist abgesprochen, das wünschen wir uns auch so. Ja, da ich alle Menschen, die mit Gottes Vorkommen sind, meiner uneingeschränkt teil, achtet bitte auch, wenn ihr lauft, auf das Ausgehen am oberen Geschoss. Keine Geschosse auf euch abgefeuert werden, dann ist das Thema ein bisschen übertrieben. Wir hatten es schon zweimal gehabt, dass man vom Wassereimer ausgekippt worden, beziehungsweise auch der Wassereimer geworfen wurde. Der kann von oben tödlich sein. Hat die Polizei darauf hingewiesen, dass es aber im Auge noch hat. Sollte euch sowas passieren, bitte bleibt sofort stehen und ruft um Hilfe, wenn jemand wer dann dieses Gebäude stürmt und alle sofort behandelt. Derjenige, der geworfen hat, kommt dann gerade aus Zimmerdeck. Jetzt waren wir schon so weit, dass der Ding daneben steht. Vielleicht noch was von meiner Seite. Also, ich freue mich auch, dass heute gerade wieder ganz viele vom Pflegepersonal aus dem Görlitzer Krankenhaus hier mit uns auf uns feiern. Herzlich willkommen nochmal speziell an euch Pflegekräfte. Ja, es gibt bestimmt bewegte Millionen Gründe, warum ich hier heute stehe, aber seit letzter Woche noch zwei mehr. Lilly und Timmy. Und
oder auch durch sein Ziel. Und wir sehr geschätzt und verehrten unsere Autorität, Michael
relevanten Berufen beschäftigt sind, die zunehmend große Sorge um eine Impfpflicht, weil viele von ihnen nun mehr und mehr auf sich inzwischen einschreiben lassen, weil es ihnen psychisch nicht gut geht und sie den Druck nicht mehr aushalten. Es sind von der Gesellschaft gesetzt die schwächsten Menschen, von denen ich nicht spreche, die sich zum Teil bereits seit mehreren Jahrzehnten in den ganzen Kosten von das Wohnen ihrer Patienten eingesetzt haben. Tun Sie alles in Ihren Kräften Stehende, lieber Herr Lange und lieber Herr Habich, diesen Menschen zu helfen. Nutzen Sie die Plattform des 6. Landkreistages. Verbünden Sie sich politisch und treten Sie für sofortige Abschaffung all dieser unsäglichen Maßnahmen. Keine Gewalt.
Knopf. Wohngewaltenplatz reicht es nicht unter den Tisch. Muss die Zivilgesellschaft sofort an Ordnungsstelle einschreiten. Nur so erreichen wir auf friedlichen Wege Veränderungen. Herr Mutig, möchte ich euch alle auch noch mit Ihrem Gemeinde, Kreistags, Landtags, Bundestags und auch Europa Abgeordneten Kontakt aufzunehmen und Ihnen zu sagen, dass Sie sich aktiv für eine Lösung der aktuellen gesellschaftlichen Krise einsetzen mögen und an einer Lösung vor Ort auch wirklich aktiv mitwirken. Als Kreistag sage ich, wir, die gewählten Volksvertreter, sind auch dafür gewählt und somit letztendlich auch verantwortlich. Ich möchte mich abschließend auch einerseits noch ganz herzlich bei den Organisatoren, den Polizisten und den Ordnern bedanken, die für den reibungslosen und friedlichen Verlauf dieser Veranstaltung hier verantwortlich sind und euch allen danke für euer Kommen. Ja, ein herzliches Dank. Ich freue mich, dass ihr Oberbürgermeister Alena sagen, ja, Herr Lechner gewinnen konnten, heute auch hier mal zu uns zu sprechen. Herr Lechner, ich darf Sie nach oben bitten. Liebe Freunde der Freiheit, der Selbstbestimmung, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich hier im Herzen der Stadt Görlitz. Alle, die von nah und fern gekommen sind. Es ist heute für mich nicht Friday, sondern Sunday for Future. Auf gut Deutsch, Sonntag für die Zukunft. Sonst ist es immer andersrum. Herr Kessler hat so viel Wichtiges gesagt, sodass ich, obwohl ich früher immer reingesprochen habe, aber das ist schon eine Weile her, ja, Entschuldigung, ich bin mit 70 Jahren in der Situation, dass ich nur zwei Gesellschaftssysteme kennengelernt habe, DDR und Bundesrepublik. Und wenn ich heute die vielen Menschen hier sehe und am Montag hin und so, erinnert mich das natürlich ganz stark an die Leute nach der Situation. Deswegen kann ich auch meinen kleinen Zettel schon machen. Denn im Herbst 1989 war ich bei den Friedensgebeten und den Demonstrationen dabei. Was wollten die Menschen anders auf der Straße? Freiheit, Reisefreiheit, zigtausende wollten weg, haben Aufhalteanträge gestellt, sind über die Prager Botschaft geflohen oder über Hunger. Das war die Situation. Die wollten Demokratie und nie wieder Sozialismus. Den Kritikern und Hetzern gegen die heutigen Versammlungen und Spaziergänge, die meinen, es sei ja nur eine verschwindend kleine Gruppe, sei gesagt, auch 1989 waren nicht alle 16 Millionen DDR-Bürger auf der Straße und haben für die Freiheit demonstriert. Es waren immerhin zigtausende. Entscheidender war der Erfolg des Widerstandes dieser guten Menschen, nämlich der Fall der Berliner Mauer und 1990 die Wiedervereinigung Deutschlands. Heute sind wir deutschlandweit bereits mehrere hunderttausend und wir werden mehr. Bundespräsident Steinmeier sagte am Montag in seinem Präsidialtag folgendes Zitat. Meine Damen und Herren, der Spaziergang hat seine Unschuld vermorbelt. Wer sich gegen unser Recht stellt und sich mit selbst erklärten Staatsfeinden und Verfassungsschutz bekannten Rechtsextremisten gemein macht,
Was ist das? Der kann sich nicht mehr glaubwürdig auf Demokratie und Freiheit berufen. Und schon gar nicht, und jetzt kommt es, auf die mutigen Ostdeutschen von 1989. Das ist noch nicht zu Ende. Die perfide, die Proteste von damals mit den heutigen gleichzusetzen. Zitat Ende. Proteste für die Freiheit sind niemals perfide. Ganz gleich, wann, wo und in welchem Gesellschaftssystem sie stattfinden. Und wir wissen auch nicht, woran Sie Staatsfeinde und Rechtsextremisten bei den Spaziergängen erkennen. Das Wort Staatsfeinde erweckt in uns böse Erinnerungen. Denn dann waren 1989 die mutigen Bürger auch Staatsfeinde. Damals galt, Feind ist, wer anders denkt. Gilt das heute schon wieder, Herr Bundespräsident? Deshalb, unsere Grundrechte sind nicht verhandelbar. Eine wahre Demokratie wird von der Vielfalt der Meinungen getragen. Und die freie Meinungsäußerung ist ein Grundrecht. Ich wünsche euch. Alles Gute, bleibt gesund und weiterhin so mutig. Hallo, Herr Leckner, wir sind hier Herr Leckner, wie Sie schon mal gehört haben, ihr habt im niederstädtischen Kurier seine Meinung auch gut zu tun. An der Stelle mal ein ganz großes Lob an den, Chef Bautzen vom Niederschlesischen Kurier, der sicherlich in dieser schwierigen Zeit es auch nicht einfach hat, solche Beiträge, solche mutigen Beiträge auch freischalten zu holen. Und ja, an der Stelle denke ich mal, sollten wir den Chef Bautzen ganz toll grüßen und ihm weiterhin so viel Mut wünschen. Wir sind nicht nur für die Festnähe hier, weil zu gehören.
sondern wir sind auch hier, weil es uns eigentlich immer schlecht geht. Deswegen sind wir hier und zeigen Gesicht. Was sie sich der Schule antun müssen. Wie wollen Sie denn einem zwölfjährigen Kind erklären, wenn sie negativ testet und damit gesund ist, dass es trotzdem die gleiche Zeit im Unterricht eine Maske tragen muss? Wir wollen niemand was bilden. Wir wollen unsere Kinder schützen und uns frei bewegen und frei für uns selbst entscheiden. Sind wir soweit ruhig. Ihr seht das vielleicht immer wieder mal hier im Hintergrund. Im Hintergrund immer noch ein paar Informationen bekommen. Eine Information, die auch natürlich ganz wichtig ist. Morgen ist Montag. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber morgen ist Montag. Wir sind heute hier. Was aber nicht heißt, dass morgen keiner angesagt ist. Wir sehen uns ganz sicher am Montag wieder, oder? So soll es sein. Und das, was ihr jetzt gerade gehört habt, diese Stimmung, dieser Beifall, diese Motivation, ja, die ist jetzt gerade neu am Morgen gewesen. Aber schließt am Ende euer Herz. Und wenn ihr irgendwann mal, vielleicht auch mit dem Klinik, an dem Punkt seid, wo ihr wieder vernünftig an den 15. März erinnert werdet, dann lasst einfach von diesem Beifall ein bisschen aus eurem Herzen raus. Damit es euch besser geht, damit ihr auch ohne Hilfe diesen Kampf gewinnen könnt. Wir drücken euch ganz herzlich die Daumen dafür. Bleibt stark noch im Gesundheitswesen und lasst euch nicht von einer Hilfsspritze hier beeindrucken. Ich darf dich bitten, noch ganz kurz was zu sagen. Das ist also der Kontakt nach Polen. Vielleicht bevor du anfängst, noch ein Hinweis an die Polizei. Wir sind dann langsam soweit, also nach ihm wird es dann so langsam losgehen. Liebe Polizisten, ihr könnt euch dann auch langsam so einrichten auf den Spaziergang. Ich wünsche euch einen angenehmen Spaziergang. Passt auf euch auf.
und schauen wir mal ein bisschen mit oben in die Liste, wenn irgendwas geflogen kommt. Gebt Zeichen, wie schon gesagt hat, dass die Evolution so im Anschluss zu den Spielen. Dankeschön. Später. Thank you.
Thank you.
Ich dachte, ich sehe nicht, was der Boden ist.